Weimar hat offenbar immer wieder Richter und auch 1921 und 2021, die mutig ihrem Auftrag folgen, katastrophale Fehlentscheidungen auch so zu nennen. Und das ist ermutigend. Als bekannt wurde, dass ich heute hier sprechen würde, haben sich frühere Freunde, vermeintliche Freunde, ohne mich vorher anzusprechen oder mich zu fragen, in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt und sich darin nachdrücklich von mir distanziert, weil ich bei einer wörtlich unverantwortlichen Inszenierung im Querdenkermilieu auftreten würde. Das ist krass. Dieses Virus ist giftig, denn es zerstört nachhaltig unsere Demokratie, unser Zusammenleben. Es sind die Kontaktverbote, die verordneten wie die selbst auferlegten Kontaktverbote, die eine nicht hinnehmbare Einschränkung unserer Grundrechte sind. Es ist ein Grundrecht, mit anderen Menschen Kontakt zu pflegen. Das alles kann nicht einseitig über eine längere Zeit außer Kraft gesetzt werden. Aber das Leben der Demokratie und die Gesundheit unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens dürfen und können nicht dem einen Recht auf Gesundheit auf dem Altar geopfert werden. Aber es sind nicht nur die Richter an den Amtsgerichten, Verwaltungsgerichten und Verfassungsgerichten gefragt, sondern du bist gefragt.